Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Let's Play for Charity, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung. Wir werfen heute mal einen Blick in die Beta, die Baker Number 5 Version von Phoenix Point, dem potenziellen XCOM-Konkurrenten, der voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen wird. Was ist das Besondere an Phoenix Point? Nun, das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich habe noch nicht wirklich viel vom Spiel gesehen. Bin auch erst seit kurzem in den Genuss der Beta-Version gekommen. Dankenswerterweise an den Publisher respektive an das Entwicklerteam. Wir wollen uns aber jetzt nicht allzu lange damit aufhalten und sehen dann mal, was Phoenix Point so zu bieten hat. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die einfach im Chat. Ich versuche die dann zu beantworten oder noch viel besser werde im Spiel darauf eingehen, falls ihr irgendwelche spinnenden Ideen habt, mal was zu tun. Und wir legen einfach mal los mit einem neuen Spiel. Schwierigkeitsgrade haben wir Easy, Standard, Calamity, a more challenging experience for veteran players of strategy genres. Ja, nee, aber zu Beginn machen wir uns jetzt erstmal leichter, gehen in den Easy Mode und gucken uns auch das Tutorial mal ein wenig an. Starten wir einfach mal das Game. Hier gibt es immer wieder kleinere Tooltips. When a faction becomes supportive, 25+, it will give you a location of all its heavens. Es scheint also mehrere Fraktionen im Spiel zu gehen. A world in chaos. Welcome to Phoenix Point Tutorial. The old world is no more. The Arctic permafrost has melted, unleashing a deadly virus, claiming billions of lives and causing billions more to mutate into mindless abominations. The remaining survivors have gathered together in heavens throughout the world, hoping to the infection won't reach them there. Es scheint wohl also eine Infektion auf dem globalen Planeten zu geben. Und die Überlebenden haben sich in den sogenannten Heavens, das sind wahrscheinlich so kleinere Ansiedlungen, oder wie man es bezeichnen möchte. We are the Phoenix Point Project, all that is left of an organization dedicated to ensuring humanity's survival. It is time to rise from the ashes. Na ja, gut, dann wollen wir mal aus der Asche auferstehen. Das ist also die Geoscape. Die Geoscape repräsentiert die aktuelle Weltkarte und alle ihre bekannten Lokalitäten, Gegenden, Tonotori, wie auch immer. Man kann jederzeit den Zugriff darauf haben, indem man auf den Geoscape-Tab, das ist hier unten, klickt. Okay. Rotieren kann man, wenn man die linke Maustaste behält und zieht und zoom in and out mit dem Mauswheel. Okay. The Manticore ist ja Transport Aircraft. Also der Manticore ist unser Basisschiff sozusagen. Die Crew des Manticore wird im Aircraft Panel unten visualisiert. Okay, Center of Aircraft, mittlere Mausbutton, um auf den Manticore zu klicken. Um zu bewegen, Left-Click auf eine Location auf dem Globus, dann selektiere den Move-Button. Der orange Kreis zeigt die maximale Bewegungsrate an. Okay. Also pausiert ist es, kann also nichts passieren. Das hier ist wohl unser Manticore, Phoenix Point. Wir haben keine Soldaten. Okay. Obwohl, da oben steht 5. Egal. Hier haben wir. Achso, ich muss links klicken. Ja. Deploy. No active missions is available at that time. Okay. Hier kann ich die drehen. Und das ist der Kreis, dass ich sozusagen fliegen kann. Ich bin hier im Norden von Afrika offensichtlich stationiert. Das ist hier meine Basis. Und ich muss zu einer unexplored Site gehen. Gehen wir nach Spanien oder was ist das? Südliches Libyen? Da so die Ecke. Ah, gucken wir erstmal Richtung Sahara-Wüste. Oh, die Zeit geht auch relativ schnell voran. Ressourcen und Exploration. Die Forschungszeiten. Fragezeichen versehen. Ja, das haben wir eben gesehen. Verfügen über potenziell wertvolle Ressourcen. Oder sogar eine andere Phoenix Base. Linksklicker auf diese Sites und dann Explore. Es braucht seine Zeit und man wird vielleicht sogar angegriffen.
Scrollen. Gut, machen wir das mal. Ah, hier ist dann so ein Balken, der sich füllt. Und hier haben wir dann die Scavenging-Zahl. Eliminate all enemies to claim the resources. Da gibt es also hier verschiedene Ressourcen offensichtlich, die wir erobern können, wenn wir jetzt diese Mission annehmen. Wir haben den Threat Level, der ist niedrig, es ist Tag und wir haben es mit Pandoren zu tun haben. Was auch immer das ist, dann wollen wir doch mal in unsere allererste Mission einsteigen. An der Stelle sei bemerkt, dass wir aktuell wieder für die Krebsforschung sammeln. Das heißt, wenn ihr auf den Spenden-Button klickt, respektive auf streamlabs.com/lp4charity, vor ausgeschrieben als 4, oder sogar noch ein /v2 dahinter packt, dann seid ihr auf unserer neuen Seite, wo ihr unter anderem auch Merchandising kaufen könnt. Aber uns geht es in erster Linie um Spenden für die Krebsforschung, denn Krebsforschung ist wichtig. Weil Krebs ist ein Arschloch. Um es mal ganz klar auszudrücken, jeder von uns hat schon mal Leute verloren an den Krebs und von der Warte her möchten wir an dieser Stelle gerne dazu auffordern, hierfür zu spenden. Wir werden die Spenden vollumfänglich, nachdem eventuell die Steuer zugeschlagen hat, da sind wir gerade dabei, das zu erreichen, dass wir da nicht so viel Steuern drauf zahlen müssen und hoffen, dass ihr tiefer in die Trickkiste greift. Beziehungsweise in die Spendenkiste. Im Hintergrund hört man auch schon einen Sound. Da-da-da-dam. Aber man sieht noch nichts. Wohl, weil ich das Spiel jetzt zum ersten Mal nach der Neuinstallation gestartet habe, dauert das Ganze ein klein wenig. Aber da sind wir auch schon und sehen Phoenix Point in all seiner Pracht. Ich hoffe, dass das für euch jetzt auch in einer halbwegs vernünftigen Auflösung zu sehen ist. XCOM-Veteranen werden gleich sofort die Verwandtschaft erkennen. Das ist also ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo wir auf einem Squad, momentan bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Soldaten, die Möglichkeit haben, hier voranzugehen. Hier links oben sehen wir die Objectives, Kill All Enemies und Crates Protected 6 von 6. Also es gibt 6 verschiedene Container. Hier sieht man schon so einen. Der hier. Ja, wo sind noch welche? Da ist noch einer. Das sind wohl die Flüchtlingspunkte, falls wir evakuieren müssen. Hier ist einer. Und da ist einer. Okay. Dann ist jetzt die Frage, machen wir uns auf, um uns ein bisschen zu verteilen, dass wir den einen hier oben hinschicken, hier unten hinschicken. Ich bin von XCOM eigentlich kein Freund davon, zu viel auf sich alleine gestellt zu sein, weil man ja nie weiß, was die Gegner sozusagen in petto haben. Und da wir jetzt hier allgemein neu sind, sollten wir doppelt vorsichtig sein. Was ich jedoch schon weiß, ist, dass Phoenix Point es auszeichnet, dass wir physikalisch korrekte Bedingungen schaffen. Das heißt, wenn wir auf irgendetwas schießen, dann fliegt das Projektil in die Richtung des Gegners mit einer potenziellen Streuverlust und wird alles, was auf dem Weg davon ist, auch kaputt machen. Das heißt, ein Turm wie diesen hier, den wir jetzt hier sehen, wo wir auch theoretisch ganz nach oben gehen könnten, bietet natürlich den Vorteil, dass wir hier einen wunderbaren Überblick über das ganze Schlachtfeld kriegen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das kaputt machen, dann gibt es entweder keinen Weg runter, außer runter zu hüpfen, oder das bricht unter Umständen sogar in sich zusammen. Trotzdem ist es natürlich so, dass vor allem Sniper hier ein entsprechend gutes Territorium finden. Hier sieht man auch schon auf der Rückseite, dass wir hier hochklettern können. Das werden wir dann auch gleich mal machen. Da reichen unsere Bewegungspunkte offensichtlich nicht für aus. Deswegen gehen wir erst einmal hier hinter dem Baum in Stellung. Und da haben wir auch schon den ersten Enemy spotted. Mal gucken. Ja, ganz da hinten ist der eine. Hier vorne ist auch der andere. Die sind auch an erhöhten Positionen. Das ist natürlich scheiße. Okay, dann müssen wir da ein bisschen umgehen hier. Kann man da ranzoomen? Nee, kann ich noch
bisschen weit weg. Oder wieso nicht ran? Options. Gameplay. Wir können auch eine Free Camera einrichten, aber ich mag eigentlich dieses in weiteren Abständen. Load Game, Restart, Return to the Game. Okay, mit Zoom. Gibt nur so diesen dreistufigen Zoom offensichtlich. Na gut. Awaiting instructions. Thank you very much, lady. Roger. Ja, schön in Deckung gehen, weil da hinten haben wir ja schon unsere Viecher. Wie hat ihr denn so wenig Bewegungspunkte? So. Den können wir jetzt nicht unter Beschuss nehmen, weil wir haben nicht genügend Actionpunkte. Gut, das ist natürlich doof, aber kann man jetzt da nicht ändern. Der könnte schießen, aber hat ihn noch nicht im Visier. Deswegen können wir jetzt hier ein Overwatch einrichten. Die XCOM-Veteranen werden wissen, was das ist. Nämlich, das ist, sobald sich in diesem Umkreis sozusagen was bewegt, wird es unter Beschuss genommen. So. Den Kerl können wir jetzt unter Beschuss nehmen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir jetzt einfach hier randommäßig den Schuss loslegen. Oder wir können selber aktiv verschiedene Körperteile unter Beschuss nehmen. Hier zum Beispiel, das ist ein Artron. Das sind irgendwie so Viecher, die auch ein Schild aufbauen können. Und die da eine Waffe auf der Seite haben, nämlich ein Machine Gun. Damit können wir jetzt quasi auch individuelle Körperteile unter Beschuss nehmen. In dem Fall jetzt das Maschinengewehr zum Beispiel. Oder die Füße. Oder eben den Torso. Und oben sieht man, dass der 150 Hitpoints sozusagen hat. Wenn wir auf den Body zielen, verliert er davon durchaus was zwischen 10 und 30. Während man, wenn wir hier in die Seiten machen, das unterschiedlich fest ist. Deswegen schieße ich schon mal. Ich probiere es einfach mal. Und da hat man schon gesehen, die Streuung war ein bisschen gegeben und ja, das Problem war, dass wir irgendwie hier so ein bisschen vorne was von dem Gebäude mit abgeballert hatten. Hier vorne das Ding ist abgefallen. Was natürlich wichtig ist, falls irgendwie Gegner mal in einer Deckung sind, befinden, dass wir sie dann quasi diese Deckung auch wegmachen können. So, den hier machen wir auch mit Overwatch hier rüber. Ist natürlich nicht unendlich weit. Und jetzt haben wir alle aktiven Soldaten und Action Points verbraucht. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt sind die Gegner dran. Okay, er latscht vor, hat einen von uns entdeckt. Und der andere kommt zur Verstärkung dazu. Passiert ist nichts. So, Delle. Jetzt wollte ich doch eigentlich mit dem Jungen hier hochgehen. Relocating! Das ist ja unser Sniper. Schön ganz nach oben. Und das führt dazu, dass meine anderen Jungs 3 mehr Willpower bekommen. Das heißt, sie werden nicht so schnell in Panik versetzt. Da ist der eine. Und dritten A. Da drüben haben wir den dritten aufgedeckt. Hätten wir es also jetzt aufgeteilt, wäre das Ganze natürlich ein bisschen riskanter gewesen, als wir jetzt, wo wir hier still alive unterwegs sind. So, den Jungen. Open fire. Der steht eigentlich ganz gut. Dann wollen wir mal gucken. That's unlucky. Nicht so glücklich, offensichtlich hat das überhaupt nichts gebracht. Gleich mal. Haben ordentlich Munition im Lager. Das bedeutet, dass wir da auch ohne Probleme dann schießen müssen, nicht gleich sofort reloaden. Andererseits, wir können kein Overwatch machen, also immer reloaden.
da gehen wir jetzt auf die Stelle, wo vorher unser Sniper war, hinter dem Baum. Da sollte man jetzt doch ein recht freies Schussfeld haben. Disabled Head. Okay, das heißt, er ist nicht mehr ganz so intelligent und noch so einiges war da gewesen, was ich jetzt nicht auf Anhieb erkannt habe. Aber im Gegensatz zu XCOM gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Beeinflussungen, wenn man die Gegner trifft. Das finde ich schon mal persönlich ziemlich cool. Inwiefern sich das spielerisch nachher auswirkt, ist natürlich die andere Frage. Nehmen wir den oder den? Sieht wohl so aus, als wenn wir hier den doch besser treffen könnten. Zumal der nur noch 50 HP hat. Hat aber nur 10 gemacht, das heißt, der Rest ist vorbeigegangen. Was könnt ihr aber gerne nochmal probieren. Unser erster Abschuss im Spiel. Juhu! Standby, der hat keinen Schuss mehr möglich, also auch Standby. Und der sieht keinen, also machen wir hier auch den Overwatch-Modus, in die sich der andere gleich bewegen dürfte. Ah, wir werden wohl flankiert. Das war jetzt gut, dass wir oben den Sniper beispielsweise positioniert haben. Ah, und siehst du, er löst auf und kassiert ein bisschen Damage. War nicht der Rede wert. Oh, was haben wir denn da? Alerted. Ich würde erstmal den Sniper jetzt nutzen. Der hat natürlich jetzt ein schönes freies Schussfeld von oben. Naja, so frei ist es jetzt auch nicht. Gucken wir mal. Disabled Head, 10 Bleeding und 6 Willpower verloren und 120 Damage. Das heißt, war ein glatter Durchschuss, Glattschuss. Hervorragend. Nützt allerdings nichts, er hat immer noch 10 übrig. Das heißt, da müssen jetzt unsere anderen Kollegen ran. Insights. Das hat gerade so ausgereicht, war aber genau so, wie wir das gewünscht haben. So, der andere kommt jetzt von hier. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen in die Richtung uns bewegen. Ah, und wir können ihn dann Let's have a look. Hoffentlich erwischen. Der ist natürlich, der hat echt wenig HP. Trotzdem. Disabled leg, disabled torso. Ding. Was gab das denn hier? Jet Jump. Ah, der hat ein Jetpack auf dem Rücken und kann dementsprechend. Das ist nice. Jetzt haben wir hier freies Schussfeld gleich. Wir müssen allerdings jetzt auf Standby bleiben. Den bewegen Already there. Zumindest die paar Meter nach vorne, dass er hier dann in Halb-8-Stellung gehen kann, sobald sich da was bewegt. Der erwartet. So, dann haben wir jetzt hier zwei Overwatch. Das sollte reichen. Ah, der sieht nichts, deswegen. Der ist in Deckung gegangen. Dann gucken wir doch mal um die Ecke. Yes. Der war einmal sehr schön. Der nimmt jetzt noch den anderen Knaben, versuchte zumindest. Oh, erwischt. So, wir sind Standby.
Overwatch, wobei das hat sich wenig bringen wird, weil das Ding zu weit weg ist. Hier auch. Sie auch. Warten wir mal, was der Junge macht. Er verpisst sich. Er wartet also auf unseren Vorstoß. Na, dann machen wir das doch mal. Ihr seht, ich nutze nicht immer die kompletten Bewegungspunkte, die ich zur Verfügung habe, um immer noch auf Nummer sicher gehen zu können. Außer mit dem Jungen jetzt, weil der von der Stelle hier eh nichts sehen kann und ich mit den anderen ja schon im Overwatch bin. Aber reloaden kann der mal. Reloading! Der hat genug, den kann ich nochmal reloaden. Und ab geht's. Ja, man kann ihn jetzt ins Visier nehmen. Das könnte jetzt interessant werden, was mit der Physik-Engine passiert. I don't miss. Du bist schon zum zweiten Mal, du kleine Schnecke. Arme Schnecke. Bin auch geschossen worden, aber mein Armer hat das entsprechend absorbiert. On the move. Got you covered. Nothing will get past me. So, der bleibt im Overwatch. Oh, da kriegt er gleich ganz schön was um die Ohren geballert. Den hatte ich wohl so getroffen, dass er verblutet ist. Sehr cool. Das war unsere erste Mission. Wir haben alle Gegner getötet, wir haben alle Crates protected, also beschützt, haben 100 für die Mission generell gesammelt, 5 Skill Points Pool, werden wir wohl gleich wissen, was das sein wird, und ein Level Up, 2 Level Up haben wir bekommen. Na gut, nicht so schlecht fürs erste Mal, nur ganz wenig Aua kassiert, das passt schon. So, jetzt sind wir hier wieder in der Geosphere. Scavenging site cleared, jawohl. All surviving crates have been recovered and resources transferred to our stores. Also alles, was wir gefunden haben, ist jetzt bei uns hier in den Ressourcen gelandet. Die sind hier oben. Die gucken wir uns gleich auch mal ein bisschen genauer an. Dazu haben wir 2 Firebird-Magazine bekommen. Ein Cypher-Magazin, 2. Und 2 Mercy SG-3 Phoenix Shotgun. Okay, wo die Unterschiede sind, das können wir uns in aller Ruhe einmal angucken. Missionsbelohnung und Items. So, da haben wir ja eben schon mal angeguckt, was das war. Wenn man eine Mission komplettiert und alle Items einsammelt und Ressourcen werden zu meinen Supplies, also hier oben, hinzugefügt. Wir können re-equippen, auf ihr Squad, also unsere Squad-Member können wir entsprechend ausstatten mit neuen Waffen, die wir gefunden haben, indem wir links draufklicken im Personal Tab. Das gucken wir uns auch gleich an. Wir können also access Squad-Members by clicking the crew icons in the Manticore-Panel. Okay, Manticore-Panel. Personal, da ist gerade wohl freigeschaltet worden. So, hier sind wir also sozusagen im Soldaten-Menü. Die Sisla Gover. Die ist verletzt. Stamina 20 von 25. Maya ist auch. Die haben alle einen bekommen.
Oh, nee, die haben gar keinen mitbekommen. Das ist quasi die Ausdauer. Wenn sie also frisch aus dem Einsatz kommen, verlieren sie in dem Fall jetzt ein Fünftel ihrer Stamina, also ihrer Power sozusagen. Health hingegen ist hier bei allem gut, bis auf die Gisella, wohl die Italienerin. Die hat 2 Health kassiert. Ja, gut, das sollte ja relativ schnell zu machen sein. So, Equipment. Equipment und Inventory. Ah, das ist anders als bei XCOM, weil wir haben ein Inventar. You can equip your soldiers with new weapons, man kann also neue Waffen ausstatten und neue Armor, also Rüstung, indem man diese aus dem Equipment in dem Stores auf die entsprechenden Slots im Inventar hieft. Das heißt also von da nach da hoch und so. Die Items in the Ready Section are available for instant use and the start of a mission. Okay, die kann man also sofort nutzen, selbst am Anfang einer Mission. Mount Items can only be attached to the corresponding piece of armor. Ah, es gibt also auch für die Rüstung sozusagen vielleicht später irgendwelche Nettigkeiten, die man noch mit dran pappen kann. Gut, in dem Fall jetzt hier habe ich einen Helm, Armor und Höschen. Da kann man momentan wohl nichts dran pappen. Helm 2, Cannon Magazine. Achso, man braucht ja auch noch ein zusätzliches Magazin hier. Ohne Munition funzt das natürlich nicht. Das kann man hier sortieren. Was sind das hier? Glasfilter. Ah, das sind die 4 unterschiedlichen Klassen, die es gibt. Okay. Training. Soldaten können ihre Statistiken verändern, versteigern und neue Talente dazu lernen, indem man Skill Points investiert. Only abilities of the soldier's level or lower can be acquired. Ja gut, das ist klar, so dass man nur Skillpunkte nutzen kann, die dem Level des Soldaten quasi entsprechen. Man gewinnt Second Class mit Level 4. Wenn man also Level 4 erreicht, kann man noch eine zweite Klasse ausbilden. Okay. Doing so provides access to all skills and abilities of the class. Damit kann man dann also alle Talente sozusagen der entsprechenden Klasse auch nutzen und lernen. In dem Fall, das hier ist jetzt wohl Heavy Gunnery mit der schweren Kanone oder Granatwerfer, was das ist. Und mit dem kann man dann halt auch snipern, wenn man dann eine Sniperwaffe auch mit dabei hat oder so. Den kann ich jetzt hochleveln. Experience 3 von 100, das heißt 100 Erfahrungspunkte habe ich schon gesammelt, genauer gesagt 103. Ich kann das jetzt in Strength investieren, da kostet 1.10 von den 15, die wir jetzt zur Verfügung haben, in Skill Points. Strength ist halt, wie viel man einstecken kann, ja, steht ja auch hier. Strength determines the maximum health points, the weight that can... Ah, okay. Also auch, wie viel man tragen kann und wie weit man etwas werfen kann. Und da unten drunter steht dann offensichtlich noch was, was man nicht... Ah, nee, das war hier vorne. Okay. Willpower. Das sind die Anzahl der Willenspunkte, die man im Kampf nutzen kann für seine Abilities. Wenn man keine Willpunkte hat, wird man in Panik geraten. Ah, verstehe. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich. Da investiere ich mal einen. Und Speed. How many tiles a character can move? Ah, die Bewegungspunkte schlicht und ergreifend. Okay. So, hier sieht man dann von 1 bis 7 Level skilled. Wir sind jetzt auf Level 2 angelangt. Sie haben Level 1 jetzt erreicht. Heavy Training, Prophecy with Heavy Weapons, Mounted Weapons and Jetpacks. Das ist hat er. Oder sie. Und im nächsten Level kann man dann Body Slam, also einen anchargen, also rammen. Und Night Vision, dass man also nachts... Ah, es gibt ja Tag- und Nacht-Level. Durch die Geosphere hat man ja gesehen, dass es Tag- und Nacht-Rhythmus gibt. Und natürlich sieht man nachts offensichtlich schlechter. Und deswegen hat er nachts eine höhere Wahrnehmung in dem Fall. Also eine Art Night Vision. Was haben wir hier noch? Warcry. Alle Gegner in 10 Feldern Entfernung. Reduced by 1. Ah, verlieren einen Action Point in der nächsten Runde. Das kann in Notsituationen durchaus nett sein. New Class war ja schon gesagt, dass man dann eine neue Klasse lernen kann. Expert Mounted Weapons, additional 20% Reichweite, wenn man
ja, ausgestattete Waffen, das heißt also, wo man was dran packt, benutzt. BB, Boom Blast, der Action Point. Granaten, schwere und aufgesattelte Waffen, reduced by one. Und ihre Reichweite ist um 50% verändert. Killing an Enemy gibt einen zusätzlichen Willenpunkt allen Verbündeten. Okay. Rage Burst, Shoot with Profiter. Ah, man kann quasi das ganze Magazin leerrotzen und 25% mehr Damage gegen Melee Weapons, das heißt welche, die man aus dem Nahkampf nutzt. Gut, hier haben wir jetzt natürlich nicht besonders viel, was man machen kann, deswegen packe ich dem einen noch einen Speed. Gut, das was gebracht, ja, einen Skillpunkt mehr, einen Speedpunkt mehr, dass ich einen Teil mehr nutzen kann. So, unser Sniper. Sieht ein bisschen aus wie ein Junge aus Destiny, muss ich sagen. Aber gut, der hat jetzt 50 SP. Der kriegt erstmal einen Willpower Speed, damit er sich schneller weiter fortbewegen kann. Der hat Sniper Training, dass er Sniper Rifles und Handwaffen nutzen kann. Overwatch kostet einen Punkt weniger. Das kann ich jetzt auch lernen, weil ich Stufe 2 schon bin. Melee Weapon Prophecy. Melee Weapons 10% mehr Damage für Schwerter und so. Aber hallo, ich bin Sniper, warum? Dann nehme ich natürlich den Fokus. Ich könnte den jetzt auch dazu lernen. Das ist anders als bei XCOM. Da hat man immer die Wahl zwischen dem oder dem in dem Level. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Weil so kann man dann theoretisch auch noch vergangene Sachen, wenn man höher gelevelt ist, dann weiterhin ausrüsten. QM. Quick Aim. The action point cost of the next shot with a proficient weapon is reduced by one. Zu 0%. Okay. Das heißt, dann hat man theoretisch einen freien Schuss. Die Accuracy ist sogar um 25% erhöht. Für den Schuss ist es praktisch dann sicher zu, dass ich Level 3 werde. Na klar, das wissen wir. Devoted, dass er 2 mehr Willen bekommt. Mastered Marksman, Export. Disabling Body Armor. Removes that Body Parts Armor. Ah, da ist er noch einer. Schöne Sache, muss ich sagen. So, die Maya. Maya. So, Lara Chavez, die ist nicht aufgelevelt. Julien Chenzard oder so. Kann ich eigentlich nicht mehr. Ja. Das lassen wir schon dabei. Sniper will ich auch gleich haben. Was hat denn der Junge? Das ist quasi ein Nahkämpfer. Ganz normaler Soldat, sage ich immer so, mit Angriffswaffen und mit Shotguns, okay. Kann auch noch gesattelte Waffen, das ist, was man noch nicht wissen mit, was das ist. Aber ich vermute, dass man hier dann halt so vielleicht eine Laserkanone auf der Schulter hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Move to target position at 50% of the maximum range cost, okay. Quasi einen Sprint hinlegen. 2 mehr Speed. Wenn die beiden hat, dann ist das eine ganz schöne Kampfsau, die dann sich bewegen kann. Kann man immer gebrauchen. So, der. Andererseits, ich brauche mehr Speed. Ich meine, das ist so ein Runner. Da hilft es, wenn ich dann jetzt 8 habe und dann noch 50% mehr, dann kann er 14 laufen, das ist schon mal schick. So, dann haben wir jetzt weiter. Das ist die Dicke. Das ist ein Alter. Den nehmen wir mal jetzt. Security. So, explore another unexplored site and complete the mission. Aber jetzt geht's nach Spanien. Hier oben haben wir die Ressourcen, Tech für Hightech-Stuff im Bauen. Das sind die Materialien für generelle Konstruktionen, Food, um die Soldaten zu ernähren. Ah, okay. Pro Runde verbraucht ein Soldat offensichtlich ein Food. Das ist die Anzahl an Soldaten, Recruiting Living in the Quarters. Also ich kann 8 quasi haben, aber momentan 5. Das sind Vehikel. Ich kann auch Bodenfahrzeuge offensichtlich später bekommen. Das ist unser Manticore.
Und das ist unser, ja, unser Depot quasi. So, jetzt gehen wir wieder hier auf die Suche. Inzwischen wird es Nacht. Das heißt, wir haben jetzt gleich eine Nachtmission. Ist ja auch mal schön. Wir haben wieder eine Scavenger-Zeit. Diesmal mit einem Medium-Threat-Level. Ist immer noch Tag, okay. Na ja, gut, 20.18 Uhr. Das ist gerade so der Übergang, aber vielleicht nochmal Glück gehabt. Es sind wieder Pandorans. Alle Gegner. Und Achtung, Scavenging Mists are much more dangerous if within a mist zone. Gibt es noch Bodennebel oder sowas? Schauen wir doch einfach mal. Ja, es ist verletzt, wir haben nicht so viel. Trotzdem gehen wir das mal in Angriff. Jetzt haben wir wieder eine kleine Ladezeit. Das nutze ich, um etwas zu trinken. Ja, der Tooltip ist selbsterklärend. Je mehr Container man davor bewahrt, dass sie zerstört werden, umso mehr Ressourcen bekommt man dann am Ende. Das ist ja wohl irgendwo selbsterklärend. Tab-Button können wir zwischen den einzelnen Soldaten hin und her gehen. Das hatte ich in der Mission zwar automatisch gemacht, aber nicht genauer erklärt. Mit den Tasten Q und E kann man zwischen den Sachen hin und her schalten und rauf und runter mit W und S oder halt hier mit der Maus. So, wir stehen jetzt alle hier auf einem Haufen. Das ist nicht so gut. On my way. Aber wir haben hier schon unseren ersten Gegner. Was ist das denn? Target Confirmation. Ein Mist. Ah, Mist Sentinel. Das wird wohl einer sein, der dann entweder wenn wir ihn beschießen oder irgendwann getriggert Nebel verbreitet. Und wenn wir da reingehen, sieht es ziemlich übel aus offensichtlich. Hat ja der Tooltip eben gesagt. Deswegen sehen wir mal ganz schnell jetzt zu. Das wird den hier mal ein bisschen unter Beschuss nehmen. Gott, die Frau. Das ist jetzt schon der dritte Schuss, der daneben geht. Das kann natürlich daran liegen, dass ich mit den Kanonen nicht so besonders gut Roger. Schießen kann. Ne? Mal gucken, ob der Junge jetzt hier mehr Glück hat. Aiming. Unsere Lady. Ja. Okay, alarmiert und entsprechenden Schaden bereitet. Unser Sniper, haben wir hier irgendwo was Erhöhtes? Ah, hier drüben. Ja, der Sprint wird ein bisschen weit führen. Lass mal da hin. Ja, 110 Damage. Also das ist... Also Let's Play for Charity ist einfach ein guter Schütze, um das mal so zu sagen. Ganz selbstlos. Oh, da haben wir noch... Oh, da sind jetzt zwei andere. Trotzdem machen wir mal Focus Fire auf den. Gotcha! Mist von sich geben können, dürfen, müssen. Space macht Standby. Die können alle nicht mehr machen. So.
So, die beiden werden uns jetzt sicherlich attackieren. Vier von uns aufgedeckt, ja. Ah, da kommt noch ein Kollege. Und der dritte. Da sollte ich jetzt mal hier in Deckung gehen. Aiming! Just give the word. Komm. Dead. Also mit zwei Leuten. Und wir haben genügend Punkte für Skill Points bzw. Bewegungspunkte, um jetzt auch noch den anderen anzunehmen. More than good enough. Ganz gereicht. Aber wie sieht das denn jetzt mit den anderen Jungs aus? Kriegst du denn. Ich sprint damit jetzt schon mal hier rüber. Ich brauche ja den Überblick hier über das Feld. Ja gut, ich kann da nichts machen. Also, erste Mal. So, der kann auch draufziehen. Sehr schön, zwei Gegner in einer Runde. Das ist ganz gut. Und wir haben sogar noch einen Overwatch. Der andere kam von hier. Dann machen wir dann jetzt mal den Overwatch hin. Den rücken wir ein bisschen vor. On my way. Und offensichtlich ist mit dem schweren Gerät auf die Entfernung nicht so sonderlich gut zu schießen. Das heißt, wir müssen näher kommen. So, er bewegt sich dahinter. Das heißt, ich sehe awaiting instructions. Mit dem Knaben kann ich hier irgendwo hoch. Nee, gar nicht. Also. Relocating. Machen wir es dahin. Und warten. Der Knabe geht dahin. Let's go! Und wir machen Overwatch hier raus. So. Sollte ja hinhauen. Haha, sieh an, sieh an. Er geht da auf Nummer sicher und verbarrikadiert sich da selber. Gut, dann gucken shake it, baby. In die Ecke. Da ist noch einer. Ah ja, deswegen. Er wartet auf den anderen. Verstehe. So, das heißt also, dass wir running hier mal begrüßen werden. Das belassen wir alles hier schön. Und dann lassen wir die Jungs kommen. Let's go! So!
mal gucken, was jetzt passiert. You're gone! Was ist denn? Ah, aber einer stiften. Mit dem, dann müssen wir jetzt erstmal hinterher. Komm, Junge, zeig dich. Sehr schön. Schön vor die Flinte gelaufen bist. Das war's. Prima. Keine Verletzten. Ist noch immer von der letzten Runde. Hat auch keine XP gesammelt. Die Giselle. Ja, hat ja mit der dicken Kanone nichts getroffen. Ne? Wir haben wieder ein Level gemacht. Julian auch. Das war doch ganz gut. Sehr schön. Also man kann sagen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei den Runden, dauert so eine Mission, ja, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie viel man quatscht, wie viel man analysiert und dergleichen mehr. Aber ich glaube, da kommen später noch andere Missionen. Bis jetzt war das jetzt keine große Herausforderung. Wir haben auf jeden Fall wieder Ressourcen gesammelt und das war fein. Ermüdung, guten Morgen, Ingo. Ermüdung und Verletzung. Nach jeder Schlacht verlieren die Soldaten Stamina. Das habe ich schon entdeckt. Wenn sie 20% oder weniger macht, werden die Soldaten Action Point Penalty, also eine Strafe bei den Action Points im nächsten Kampf erleiden. Um sich zu erholen und auch um Verletzungen zu heilen, braucht man. Da muss man die Soldaten zurück in die Basis packen und sie dort auch lassen. Das braucht eine Weile. Also, wie sieht das aus? Dann fliegen wir zurück zur Base. Die Basis enthält verschiedene Einrichtungen, die essentiell für den Erfolg bei Phoenix Project sind. Man kann die Basis also auswählen, indem man die Basis auswählt, beziehungsweise das Settlement, also da wo sie auf dem Globus installiert ist und links drauf klickt. Klicken wir doch mal links drauf. Base Info. Base Facilities sind Facility Repair. Beschädigte Fette haben keine Funktion, aber sie können repariert werden. Man kann sie reparieren, indem man links draufklickt und Repair drückt. Das ist irgendwie selbst erklärt. Solange man zumindest dafür die notwendigen Ressourcen hat. Make sure Geoscape Time is running for the repair. Ah, okay, ja, gut, klar. Reparatur funktioniert halt nur in der Zeit, wenn die Geosphere läuft. So, jetzt reparieren wir in dem Fall dieses Research Lab. Das dauert 7 Stunden. Alle anderen sind heile. Gut, das ist natürlich jetzt durchaus grafisch jetzt nicht ganz so beeindruckend, muss ich mal feststellen. Das sieht natürlich bei dem XCOM schon wesentlich stylischer aus mit den Animationen der unterschiedlichen Räume, die man dort gehabt hatte. Und auch die Animationen,
der Soldaten und das ganze Kladderadatsch, das sah doch sehr viel polished aus. Das hier ist schon so ein bisschen Indie-like. Für ein Vollpreisspiel weiß ich nicht, ein bisschen Understatement. Auch wenn bis jetzt ich sagen muss, dass mir das Spiel durchaus Freude bereitet hat. Die logischen Erweiterungen bzw. Veränderungen machen Sinn und Spaß. Vor allem die Möglichkeit, dass man mit seiner Soldaten verschiedene Sachen gleichzeitig machen kann und nicht zu sehr spezialisiert ist, wie das bei der X-Con gewesen ist. Ressourcen und so war auch alles soweit selbsterklärend, aber jetzt gehen wir dann doch mal ein bisschen weiter ins Spiel mit rein. Ich möchte jetzt ganz gerne als nächstes dann das Research Lab mal unter die Fuchtel nehmen, wie das da mit der Wissenschaft eben ist, ob es irgendwie bei XCOM ist, dass man gefundene Teile ergründen kann, daraus basierend sich neue Sachen zusammenbasteln kann mit einem Ingenieur oder so. Schauen wir einfach mal. Ne? Vorher lernen wir jetzt aber noch Mädels. So Mädels was. Die Giselle hat ja nichts getroffen. Das ist unser Vorzeigesoldat hier. Die wollten wir nicht. Den nächsten Schuss. Ja. Ich muss sagen, der Sound im Hintergrund ist auch recht nett. Geht nicht zu sehr auf den Sack. Vor allem jetzt am Anfang natürlich nicht, wo man noch nicht so oft hört. Aber macht so ein bisschen eine spannende Atmosphäre, so ein bisschen beklemmend. Aber echt nice. Zu heilen und Einrichtungen zu bauen. Die Zeit geht nur vorwärts, wenn man in Geoscape ist. Das ist schön. Spacebar und plus minus Key. Okay. So, jetzt müsste er das Repair. Ah, Research Lab wurde repariert. Geht zum Research Lab. Und das pausiert automatisch auch dann. Das ist schön. Research. Research Projects. Hovering over a project displays the relative research information requirements. Also mit dem Maus drüber gehen, zeigt, was ist, was die Informationen und die Notwendigkeiten und die Ressourcen oder was auch immer wir dann dafür benötigen. Man kann eine Forschung starten mit dem Linksklick. On the arrow button of those. Ja gut, das sehen wir gleich dann. Man kann auch die Forschung stoppen. Ah ja, wenn man also Forschung anhält, geht dann der Fortschritt nicht verloren. Man kann also quasi auch umsatteln während der Forschung, das geht dann nicht verloren. Das ist schon ganz nett, so Phoenix Project. Mehr kann man nicht erforschen hier. Was ist das für Overlays? Und dann hier drauf starten. 3 Stunden dauert der Schambaren. Also bis 7. Zack, bumm, bumm, 7 sind wir fertig. Das Phoenix Project. Wir haben eine einfache Nachricht in den Logs der Basis gefunden. Wenn ihr dies findet, dann bist du wohl das Letzte, was vom Phoenix Project übrig ist. Du hast immer noch Zugriff auf den Tech. Die Basis ist die am weitesten fortgeschrittene künstliche Intelligenz, die wir jemals gebaut haben.